Backe, backe, Plätze. Ja, lol. Ich habe einen richtigen Fail. Ho, ho, ho. Hallöchen, Ladies, und willkommen zurück zu einem neuen Marvelender. Heute kann ich das neue Türchen von meinem Kalender schon öffnen. Oh mein Gott, das ging so schnell irgendwie. Aber ich muss erstmal die neuen suchen. Muss mich heute etwas beeilen. Muss mal pünktlich abfahren, Mama gesagt. Nein! Oh Mann, die hast du die ganze Zeit gesehen. Ich nicht. Wow. Ich bin dumm. Ich mach das mal. Oh. Sowas nicht geplant. Ah, wie cool sind die Weihnachtssocken. Guck mal. Boah, sind die cool. Hier sind so Schneemänner drauf und so Weihnachtsmänner. Die sind mega cool. Packe ich direkt in die Wäsche. Vielleicht kann ich die heute Nachmittag dann anziehen. Oha, voll geil. Okay, ich muss los zur Schule. Wünsche euch auch einen schönen Schultag, falls ihr zur Schule gehen müsst. Falls ihr vor der Schule oder eben mal wieder reinguckt. Ihr wisst, was ich meine. Tschüssi, bis gleich. Hallo die Hallöchen, ich bin zurück aus der Schule. Oh, das Licht ist gerade irgendwie schlecht. Geht das so? Passt, egal. Ich bin zurück und ich werde jetzt direkt erstmal Plätzchen backen, weil ich habe da richtig Lust zu. Ich habe dieses Jahr noch keine einzigen Plätzchen gebacken. Ich freue mich so. Oh, ich liebe Plätzchen zu backen mit so Weihnachtsmusik und Plätzchenteig essen. Sind wir ganz ehrlich, Plätzchenteig essen ist das Beste am Plätzchen backen, oder? Und das Beste an meinem Spiegel ist dieser Dreck hier. Was ist das? Okay, egal. Pass auf, wir werden jetzt Plätzchen backen. Los geht's! Backe, backe, Plätzchen! Oh, das Ei ist fast runtergerollt. Oh mein Gott, ich dachte schon. Naja, Leute, das wird mir bestimmt gleich passieren. Bitte nicht runterrollen. Also, ich habe jetzt hier gerade schon mal die Butter in die Schüssel gemacht. Und da ich keine Lust hatte und auch keine Zeit und keine Geduld, einen Plätzchenteig selbst zu machen, habe ich meine Backmischung geholt. Und ich weiß auch, dass der hier nicht klebt und lecker ist, aber solche Langweiler-Plätzchen, die da vorne drauf sind, dann wird nicht. Das wird nichts mit mir heute. Oh nein, bitte fällt keine Schale rein. Bitte. Oh, ich wusste es doch. So ein Mist. Egal, ich bin jetzt einfach drin. Pech. Das schmeckt man eh nicht am Ende. Ist auch nicht viel gewesen. Nur so ein bisschen. Ein bisschen. Hör auf zu piepen. Unser Herd piept immer, wenn man sich da drauf... Wenn irgendwas da drauf stellt und sich so drauf lehnt, das nervt voll. Ich stehe übrigens gerade auf dem Sandwich-Toaster, also ich habe euch als Stativ da quasi drauf gebaut. Kennt ihr meinen Mix-Song noch? Ich hoffe mal weiter hier. Ich liebe Teig probieren. Ach, geil. So, Lindy beschwert sich hier gerade. Die hat auch Hunger. Muss jetzt erstmal was zu schnuppen geben, ne? Ja, nicht in meinem Pullover am Festkrallen, Schatz. Oh, Baby, nicht fallen. Komm runter. So. Oh, lecker Schnecker. Okay, ich habe den Teig jetzt mal hier rüber geholt, weil hier ist eine Arbeitsplatte, weil ich kann natürlich beim Herd machen. Ich werde den Teig jetzt erstmal rausholen, so zu einer Kugelform. Und jetzt nehmt ihr euch eine Teighälfte und färbt die mit roter Lebensmittelfarbe ein. Ich muss jetzt reichen. Ich habe jetzt beide Teige gleichmäßig ausgerollt. Und jetzt muss irgendwie der rote Teig auf den hellen Teig. Oder ich weiß nicht, wie ich den da drauf kriegen soll. Mama, komm mal! Ich frage jetzt mal Mama, ob sie mir helfen kann, den Teig da irgendwie hier drauf zu bekommen. Okay, okay. Hier kommt der spaßige, der ganz spaßige Teil, Leute. Ich roll das jetzt so zusammen. Jetzt hier in der Mitte eine Cut. Oh mein Gott. Oh. Der Teig, der normale Teig war viel zu dünn. Guck mal, das soll eigentlich so eine Spirale geben. Seht ihr das? Kann man das ein bisschen erkennen?
Nö. Naja, egal, wir machen jetzt weiter. Ja, lol. Ich habe einen richtigen Fail. Ich habe ganz vergessen, die Zuckerstreusel auf das Backblech zu machen, den Teig darin so einzurollen. Das war doch gerade das Coole. Och, nö. Manchmal bin ich auch echt so doof. Oh Gott. Okay. Was lassen wir jetzt einfach so? Das wird schon noch cool. Oh, die bleiben ja gar nicht so gut kleben. Mann, also heute ist echt unser... Ich weiß nicht, ob das mein Teig ist, aber irgendwie geht es nicht so gut daran kleben auch. Mann, oh. Leute, wenn ihr die Teigplatten mal ein bisschen dicker lasst, wenn ihr die aufeinander legt, dann habt ihr auch mehr so ein Schneckenmuster. Also es kann schon besser aussehen als bei mir, so ist es nicht. Aber richtig schön. Och, jetzt klingelt es auch noch. Ich glaube, es hakt. Was ist das? Ja, das ist jetzt mal ein volles Plätzchenwerk. Ihr werdet ja auf dem Thumbnail sehen, wie sie ehrlich aussehen sollten. Auf jeden Fall nicht so. Aber ich glaube, ich tue jetzt einfach in den Backofen und räume die Küche, weil es ist ziemlich chaotisch hier. Und meine Eltern wollen jetzt kochen, Abendessen machen. Und ich glaube, die werden aber trotzdem schmecken. Ich habe noch ein paar Basic-Plätzchen einfach gemacht, weil ich noch Teig übrig hatte. Okay, dann kommen die jetzt erstmal in den Backofen. Boah, wenn sie jetzt noch runterfallen, ne? Ich habe mich jetzt umgezogen. Mein Christmas Onesie. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen Bett fertig gemacht. Ich liebe diesen Onesie. Der ist noch vom letzten Jahr. Bevor wir alle fragen, habe ich bei Hanke Möller gekauft. Oder wie auch immer dieser Name von diesem Laden ausgesprochen wird. Aber der wird langsam schon zu klein. Guck mal, die Ärmchen. Nein, ich liebe den so sehr. Aber was ich noch mehr liebe, sind meine Plätzchen. Die sind wirklich so gut aus dem Backofen rausgekommen. Die sind besser rausgekommen, als sie hier reingegangen sind. Also, die sind jetzt so ein bisschen zerlaufen, also so ein bisschen auseinandergelaufen noch im Backofen. Und jetzt sieht man diese Spirale sogar richtig schön. Dieses Art Schneckenmuster, Schneckenhausmuster. Dafür, dass ich am Anfang dachte, das wäre der größte Fail meines Lebens. Aber die schmecken auch ganz gut. Ich habe gerade eben mal probiert, sind etwas sehr süß. Aber sonst sind sie sehr, sehr gut gelungen eigentlich. Okay, sind jetzt nicht das Meisterstück, muss ich schon sagen, aber... Ja, wenigstens sind sie nicht ganz schrecklich geworden. Das Shoutout of the Day mache ich gleich auch noch. Schau mal, wo ich es finde. So, hier. Kennt ihr übrigens diese Leute? Ich schicke manche meinen Freunden so TikTok-Links und die antworten immer nur Last Money drauf. Ich frage mich wirklich, ob die Videos überhaupt angucken. Also, heute grüße ich mal XY, der kreative Name. Der hat geschrieben, hi Mami, ich schaue das Video gerade an. Es ist jetzt schon super. Du bist mein Idol. Kannst du mich bitte mal grüßen? Also ganz viele Grüße gehen raus an XY. Ganz liebe Grüße. Und ja, vielen lieben Dank fürs Schauen meines Videos. Ich hoffe, das hier gefällt dir auch so gut. Und jetzt werde ich mal ins Bett gehen, schlafen, weil ich habe gemerkt, wenn ich ein bisschen früher schlafe, bin ich morgens auch nicht ganz so fertig. Ich will mich nicht manchmal ins Bett festketten. So sehr hänge ich an meinem Bett. Ich würde so gerne mal weiter schlafen morgens. Und vor allem am Wochenende wache ich um 7 Uhr auf und kann nicht mehr entschlafen. Wow! Naja, ich beende jetzt hier in diesem Vlog mal. Wir sehen uns morgen wieder. Und yep, genau. Oh, ich bin müde. Tschüssi! Bis morgen! Morgen. Bye. Bye.